Im heutigen Video teste ich den Nix-Proteinriegel in der Geschmacksrichtung Brownie Crisp. Äußerlich wirkt er ganz schlicht wie ein gewöhnlicher Schokoriegel. Im Inneren des Riegels befindet sich auf der oberen Seite eine etwas dunklere Schokoladenschicht mit einigen knusprigen Crispies. Die helle Masse ist von der Konsistenz her etwas fest bzw. zäh. Die Konsistenz der dunklen Schicht ist wirklich sehr interessant. Beim Aufschneiden war sie zwar weich, beim Essen hat man jedoch mehr das Gefühl, wie wenn man ein Schokoeis essen würde. Es schmilzt nämlich wirklich sehr schnell weg. Vom Geschmack her ist es schokoladig und hat einen leicht süßlichen Beigeschmack. Allerdings finde ich, dadurch, dass es sehr schnell schmilzt, dass dieser Geschmack sich auch wirklich schnell verflüchtigt und man dann mehr Vollmilchschokoladengeschmack hat durch die Schokoladenbeschichtung. Die Proteinmasse hat keinen nennenswerten Eigengeschmack. Die ist eher neutral, die merkt man mehr eben durch die zähe Masse. Ich finde ihn trotzdem recht gut, hätte mir bei der dunklen Schicht allerdings einen etwas kräftigeren Schokoladengeschmack gewünscht. Aber ich denke, wer gerne Vollmilchschokolade mag, dem könnte diese Riegel durchaus zusagen.